Willkommen zurück bei Detroit Become Human. In der letzten Folge haben wir Marcus sich selber wieder zusammenbauen lassen, sag ich mal. Das war eine richtig krasse Szene. Er hat sich am Ende diesen, ich sag's mal, Androiden-Chip am Kopf rausgeschnitten. Bin richtig gespannt, wie das mit dem weitergeht. Mit Connor waren wir am Ende bei dem Lieutenant. Ich glaube, wir werden keine Freunde. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und danke fürs Gucken der anderen Folgen. November. Ah, okay, wir sind wieder bei Kara. Okay, wir müssen das Feuer noch mal anmachen. Hier liegt der erste Androidenzoo wird eröffnet. Jo Leute, das wär's, wenn es sowas geben würde. In Kanada gibt es noch keine Androiden. Okay. Okay, wo ist denn unser Freund? Vogel. Ich fand diese elektrischen Vögel im dritten Part auf jeden Fall auch lustig. Wir brauchen kein Geld. Wofür? Schließt sich mir gerade nicht so.
Okay, schneide die Haare. Natürlich die Waffe nicht vergessen. Ganz wichtig. Ich werde sie jetzt eiskalt da liegen lassen. Schick. Ganz schön schick. Eine neue Haarfarbe. Sie bleiben blond, oder? Geht nicht. Sehr wahrscheinlich. Dann machen wir braun. Ach so, okay, habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Ah, okay, auch sie schneidet sich das Ding raus. Wollen alle wohl unerkannt bleiben. Besser ist das. Okay, wer ist das denn? Irgendein Obdachloser oder so? Das wär's erstmal. Sie können gehen. Ah, nein. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn Sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Schon 2:30 Uhr. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Okay, ich glaube, wir müssen hier weg. Da ist er. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für Sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Sorry, Bro, ich habe keine Zeit. Wir müssen hier weg. Das ist sehr nett von dir, Ralph. Aber wir müssen los. Los. Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Okay, wir versuchen's.
Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Hm? Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Das wird ganz toll. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Kara. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte, sie möchte nichts essen. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht ist sie was Besseres gewohnt. Aber Ralph hat das für sie gekocht, also isst sie es! Mach schon. Iss. Ich habe die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein, Ralph. Vater, Mutter, kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Das stimmt, du böser Junge. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein, nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Oh nein. Oh shit. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Clara muss abhauen. Aber ganz schnell. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschrammt. Das ist Ralphs Blut. Okay, was haben wir hier? Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung Mittel. Okay. Schon Erfahrung mit. Oh, er war Gärtner.
Ich suche nach einer AX. Hier gab es nichts mehr, oder? Nee. 400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Okay, was jetzt? Hoch. Hallo, jemand zu Hause? Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Natürlich nicht. Ich guck doch nur ein bisschen, Mensch. Ich muss hier noch rein. Mit ihm sprechen. Wie komme ich denn hier raus? Okay, können wir vielleicht noch mal hochgehen. Rein. Das einzige ist der Automat hier. Nichts. Connor, was zur Hölle machst du? Hast du was gefunden? Nein. Nein, hier ist nichts. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Los, verschwinden wir hier.
Danke. Beschützt das Mädchen. Ralph ist ein Guter. Die Menschen dürfen es nicht finden. Gott, wie weit es hier eigentlich noch geht. Wenn man den anderen Weg wählt. Okay, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.